von der Religion, die diese Leute leben. Verstehst du, was ich meine? Die Menschen haben schon immer Kräuter und Tees und dies und das gemacht und getan. Bro, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass manche Menschen zu bestimmten Zeitpunkten irgendeinen Kaktus, irgendeine Pilzart, irgendeine Dings, irgendeinen Strauch gegessen, gekaut, geleckt, irgendwie kam es in ihr System rein und sie dadurch eine Bewusstseinserweiterung hatten, Dicker. Und dann gedacht haben, sie reden mit Gott und bekommen Gottes Regeln und so. It's just food for thought. It's just food for thought. Do what you want with that information, bro. Do what you want. Jeder, der schon mal eine Bewusstseinserweiterung durchgemacht hat, der schon mal aber Ayahuasca gemacht hat oder Mescalin oder der sich wirklich auf so einer Ebene damit macht, der wird wissen, wovon ich rede. Menschen, die davon keine Ahnung haben, also die sagen, ja, nein, guck mal, er ist ein Satan und er redet so und so. Bro, du bist hier verloren. Bitte geh einfach weiter und behalte deine Energie für dich. Aber es gibt Dinge, die dich einfach in Dimensionen reingucken, reinsprechen, reinhören, reinfühlen lassen, weil es wie so eine Schranke im Kopf weggenommen wird. Es ist genauso wie wenn die Leute sagen, ey Mann, ich weiß nicht warum, wenn ich trinke, bin ich einfach lockerer, ich kann viel cooler reden, ich kann viel besser tanzen, das ist eine Schranke, die weggenommen wird. Jeder Schruck, jedes Ne, macht wie eine Schranke weg. Und dadurch kannst du dann übermenschliche oder außernormale Sachen dann machen. Stell dir vor, es gibt Dinge, die du nimmst, die das mit deinem Kopf machen. Nur weil du Dinge nicht siehst oder hören oder sehen oder schmecken kannst in dieser kleinen, billigen, wirklich nichts aussagenden Welt, die wirklich nichts ist, die ist 3D, heißt es nicht, dass wir das Einzige und es ist nichts mehr darüber hinaus weg. Es gibt nichts, was unsere, es gibt nichts, wenn ich es nicht sehe, nein, es gibt keine Alte, es gibt keine andere Planeten, es gibt keine andere Wesen, nein, wir sind da, bitte, sei nicht so dumm, sei nicht so naiv, sei nicht so geblendet, sei nicht so ein Lemming, Alter. Tu dir selber einen Gefallen und open your mind, Bro. Es gibt Dinge, die du nehmen kannst, wo du dann auf einmal das Gefühl hast, Gott steht neben dir und gibt dir und redet mit dir und macht und tut und hier und da und hast du nicht gesehen. Und das, deswegen, verstehst du, wissen auch andere Völker, die es lange, lange, lange vor uns gegeben haben, dass es, das geht jetzt wieder in die Rede, lass mal. Ne? Aber bitte erkundigt euch einfach. Ich frage doch nicht nach viel, Digga. Du hast doch sonst nicht viel wirklich Wichtiges zu tun. Gib mir doch mal 5 Minuten von deinem Leben. Dicker, gib mir einen Vorschuss. Gib mir 5 Minuten von deinem Leben, von deiner Zeit. Und wenn ich gelogen habe, brauchst du, Bruder, nie wieder. Dann kannst du von mir aus mich überall schlecht machen. Ich bete sogar für dich dabei. Aber gib mir 5 Minuten von deiner Zeit im Leben und check, was ich sage, Bro. Und geh recherchieren. Geh von mir aus zu Google und gib das erste Schlagwort ein, was ich gesagt habe. Was hat der gesagt? Pilze? Heilung, gut für uns. Mach das, wenn du nicht besser... Bro, aber mach irgendwas. Und lass dich... It's for you, Bro. Ist für niemand anders, Bro. Bruder, vergiss einen nicht. Gott hat keine Religion. Er schrieb auch keine Religion. Richtig. Wir haben sogar gemeinsame Freunde. J-Lev und Dr. Kohle sagen, sie wollen mit dir nichts mehr zu tun haben, weil du so secret. Mann, ganz ehrlich, Digga, lass mich mal mit euren Kindern scheiß in Ruhe. Ey, wenn diese beiden Idioten echt sowas gesagt haben, Alter, dann bin ich sowas von pur enttäuscht und dann brauchen die auch nie wieder zu mir kommen oder nie wieder auf meine Seite oder irgendwas. Diese ganze Kinderkacke, die ihr da am Laufen habt, Alter, ich hab euch von Anfang an gesagt, das nervt mich, ich hab darauf keinen Bock. Bitte lasst das, ich schäme mich schon, wenn ihr euch da alle miteinander streitet. Irgendwo am Ende komme ich mir so vor, als ob das alles bei mir hängen bleiben wird. Und diese Mädchenkacke hier, du bist mit ihnen und ich bin mit dir, bitte. Bro, lass mich da raus. Wer auch immer zu mir in seinem Leben sagt, geh von mir weg, ich will von dir nicht, du hast dich von mir verabschiedet, Bro. I didn't kick nobody out of my life. So whoever wanna leave, leave, Bro. Peace to you, geh mit Gott, Bro. That's all I gotta say, Bro. I ain't here for this dumb shit. I ain't here with this kid. This is some dumbass little bitch shit, Bro. Ich will jetzt mit ihnen reden, Bro. Man. Fuck it, get out of here, Bro. What are we doing here, Bro? Fuck is wrong with Chinese, man? Gibt es Astralreisen? Natürlich, momentan gibt es das. Wie geht's eigentlich, Timo? Keine Ahnung, Bruder. Keine Ahnung. Bro, but for real, man, y'all on some, weißt du was?
Du hast mir gerade meine Suppe zersalzen. Also ich bin jetzt, ich habe auch gar keinen Bock mehr zu reden hier. Gut zu wissen. Dann hat Sigurd also vorhin doch recht gehört. Also ich pass mal auf. Ich sag so, und damit gehe ich dann auch. Ich bin nicht angewiesen auf irgendwelche Fitness hier. Ich bin nicht so der Freund davon. Für mich ist das alles immer so, wenn irgendwas Licht macht oder Sinn macht, I'm with it. Wenn nicht, dann nicht. Wer in Zukunft sich trennen will oder look, man, wer gehatet hat und kommen will und lernen will und mit Licht willkommen. Wer gehen will und meint, ich bin schlecht für ihn, weil ich irgendjemand kenne oder irgendwas repräsentiere oder irgendwas sage, was nicht, Bro, you free to go, Bro. Geh mit Gott. Mehr kann ich nicht sagen, Bro. Mehr kann ich nicht sagen. Yeah, I'm anti-Fitner, Bro. Weil I'm not with the Fitner. I'm a fighter. I don't like Fitner, I like fighter. I don't like Fitnen, I like fightening. You know what I'm saying? So all that, this for euch, Bro. I ain't with that. I ain't with that. So, ich wünsche euch noch einen schönen Abend erstmal. Wie gesagt, Lion's Mane, Changa-Pilze, Microdose, alles. Do what you gotta do. Mach mir das Plus weg. Ja, so machen wir das.